Willkommen, liebes Bowling-Universum, zu einer weiteren Begegnung. Mr. Schlitzaugiger Rix, weiterhin 18.05.2018. Ja, ja, das ist bereits, glaube ich, die vierte Begegnung zwischen den beiden an diesem Tag, jawohl. Und Mr. Schlitzauge mit dem Ballwechsel greift sich hier den Jack Lee. Welche Gasse wird er wählen, das werden wir hier gleich sehen. Zwei Spieler hat er verloren. Und ein kleiner Sean Maldonado-Hüpfer und der Strike natürlich. Das ist seine Spezialität, wenn er den Sean Maldonado auspackt. Hier mit einem wunderschönen Strike. Und Rix zweimal über 200 in den letzten zwei Spielen. Das hat er noch nie gemacht. Kann er an seine Leistung hier anknüpfen im dritten Spiel? Das ist hier die Frage, meine Damen und Herren. Natürlich mit seinem Bannon-Shock Pearl. Brauchen wir nicht reden. So, was kann er hier zeigen? Der Ball kommt gut in die Gasse und es bleibt ein Pin stehen, glaube ich. Es ist wohl der, entweder der dritte oder der sechste. Ich kann den gut in die Runde auf den kleinen Bildschirm erkennen. Es tut mir sehr leid, meine lieben Bowlingfreunde. Sorry, sorry. Kann er diesen Pin räumen? Oder sind es zwei? Man weiß es nicht genau. So, Aloha Sperrball. Und rechts vorbei, das kann es ja wohl nicht sein. Rix lässt hier den offen, aber wie gesagt, im ersten Frame ist es nur halb so wild. Das kann er verschmerzen. Das sollte kein Thema sein. Jawohl, und Mr. Schlitzauge mit dem Jack Lee, den hat er mal vor ein paar Wochen dreimal über 220 geworfen, das ist ja noch richtig. Das hat er auch noch nie geschafft. Das war eine einmalige Geschichte bislang. Und Maldonado die zweite, nein, diesmal bleibt er auf festem Boden und der Double Strike. So kann es weitergehen, das hat er natürlich im letzten Spiel auch gemacht, ein Double Strike. Und dann ging es dann nur noch so, na, so lala, sage ich jetzt mal. Da hat er, glaube ich, im letzten Spiel nur 5 Strikes gemacht, leider Gottes, mit 167 abgeschlossen. Ganz anders Rix mit 211 und 218. Aber wir sind wieder in einem neuen Spiel. Da kann es wieder komplett anders laufen. So, Open Frame im ersten für Rix. Und der zweite Frame, was wird ihm bringen? Ein schöner Strike. Er kam in die Gasse. Sogar kein Brooklyn Strike. Nein, nein. Bei den Brooklyn Strikes natürlich die Spezialität von Rix. Aber diesmal hat er die richtige Gasse getroffen als Rechtshänder. Und somit ein Strike erzielt. Mr. Schlitzauge putzt natürlich seinen Jackal. Er möchte natürlich auch einen Jackal Ghost in sein Arsenal aufnehmen. Das soll jetzt in den nächsten Tagen folgen. Aber erstmal haben wir den Rising und den D. Was macht er im dritten Frame? Oh, Turkey Time! Und da zeigt es an. Hier, Turkey, Turkey. Wunderbar. Er war nicht so gut, glaube ich, aber scheißegal. Hauptsache die Pins fallen und er hat jetzt hier schon ein gutes Ergebnis bislang. Jetzt Rix, erst ein Strike. Ein Open Frame im ersten, das haben wir gesehen. Was kann sein dritter Frame bringen? Und er freut sich und wie gesagt, immer wenn er sich freut, dann kommt er nicht alles optimal und es bleibt hier 6-10 stehen. Das sollte er bitte unterlassen in Zukunft. Diese Faust nach oben hat ihn bis jetzt noch kein Bett gebracht. Im Gegenteil, es bleibt immer zwei Pins stehen mindestens oder einer, keine Ahnung. Und nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Heilige Maria, Mutter Gottes, der zweite Open Frame. Er wirft ihn in den Gatter. Eigentlich seine Spezialität mit dem Aloha Sperrball. Diesmal leider nicht. Na gut, nach zweimal über 200 geht auch die Konzentration mit der Zeit etwas flöten. Das ist ganz klar. Ganz anders bei Mr. Schlitzauge. Er hat hier einiges gut zu machen. Nach zwei nicht allzu berauschenden Begegnungen. Jetzt hat vierter Frame für Schlitzi und er kommt etwas direkter und es bleibt hier aber stehen. Ich glaube 3 und 10. Ein Babysplit für Mr. Schlitzauge im vierten Frame. Ich glaube, er hat sich den Lethal Paranoia geschnappt. Kann er diese Konstellation räumen? Das bleibt die Frage und leider nimmt er nur den ersten Pin mit, also der dritte, glaube ich, war es. Open Frame für Mr. Schlitzauge im vierten Frame. Nicht so dramatisch, denn er hat ja davor einen Turkey geworfen. So, Mr. Schlitzauge. Nein, jetzt kommt Rix natürlich wieder dran. Vierter Frame für Rix. Erst einmal geräumt
nach 3 Frames, 2 offen gelassen. Was kann der vierte Ball für ihn bringen? Er kommt gut, aber der 10. Pin bleibt stehen. 6 around the 10. So, aber Rix nimmt sich wieder den Aloha Spare Ball, glaube ich. Den hat er vorhin zweimal daneben geworfen. Oder einmal, ich weiß es nicht mehr genau. Scheiß drauf, es geht jetzt darum, ihn zu räumen. Und diesmal schaut es besser aus. Jawohl, ein Spare für Rix im 4. Frame. Da freuen sich beide. So, liebes Bowling-Universum, es geht Schlag auf Schlag weiter. Und wenn Sie Lust haben, nach dieser Begegnung gibt es vielleicht noch eine von diesem 18.05.2018. Ja, es wurde sehr viel gefilmt an diesem Tag. Aber es muss mal wieder weitergehen mit neuem Material. So, 5. Frame, Mr. Schlitzauge mit dem Lee. Und ein weiterer Strike, jawohl. 4. Strike aus 5 Frames, das kann sich sehen lassen. Gut, Rix, hat auch in den letzten Spielen 5-Bagger und ein 4-Bagger erzielt. Das hat Schlitzauge noch nicht geschafft in den letzten 3 Begegnungen. Und mein Schleim ist wieder zurück, natürlich Heuschnupfenzeit hier in Deutschland. So, auch 5. Frame für Rix. Und leider bleibt der 4. Pin hinten stehen. Ich bräuchte meine Räusper-Taste. Die habe ich leider nicht hier auf meinem Handy, mit dem ich hier das Ganze aufnehme. So, kleiner Augenblick. Ich huste noch mal für Sie. Das gehört dazu. Werner Hansch lässt grüßen. Naja, schnauft ja eigentlich immer bloß. Ich huste jedes Mal. Was soll's? Vielleicht grunzt sich mal wie Herr Spagnoli, der Marktleiter der Herzen. Ja, wie gesagt, verbleiben wir so. Und wenn im Schock Pearl. Und was macht Rix? Er stellt sich vor die Kamera, weil er hat den 4er Pin verpasst. Das kann er nicht sein, sie. Bin doch nicht begeistert, würde Herr Spagnoli sagen, ne? Kann er nicht sein, ey. Musst du diesen Pin räumen, ey. Wahnsinn, ey. Komm so Magda, du Büro. Das ist ein Narzissen. Naja, wie dem auch sei, Rix mit einem weiteren Open Frame. So, 6. Frame für Schlitzauge. Da sind wir. Oh, ein erneuter Strike im 6. Frame. Brooklyn Strike, jawohl. Das kann er nämlich auch, Mr. Schlitzauge. Nicht nur Rix, nein, nein. Sondern auch unser Mr. Schlitzauge mit dem 5. Strike bereits in 6 Frames. Kann das Rix Mr. Schlitzauge gleich tun? Und der kommt ganz gut, glaube ich. Und er trifft die richtige Gasse und der 2. Strike und der Jubler von Rix. Er freut sich nach wie vor. Natürlich hat er hier die 2x200 in den letzten Spielen nicht vergessen. Und dieses Spiel lässt er etwas lockerer angehen. Vielleicht möchte auch Mr. Schlitzauge mal gewinnen lassen, aber das glaube ich nicht. Das sind ja Sportsmänner. Das geht ja natürlich mit rechten Dingen zu. So sollte es auch sein, meine lieben Bowling-Freunde, liebes Bowling-Universum natürlich. Wir sind bereits im 7. Frame. So, kann er noch einen Strike machen? Dann könnte er eventuell sogar einen Rekord schaffen. Aber nein, der 10. Pin hinten wackelt. Eigentlich ein ganz guter Ball. Aber der 10. Pin hinten bleibt leider stehen. Oh, da schnappt er sich erst Osco Palermo. Überlegt sich doch mal anders. Nimmt hier den Aloha Spare Ball. Dann glaube ich, nimmt er hier die Zweihandtechnik eher. So, ich hoffe, ich bin nah genug an dem Mikrofon dran. Zu nah darf ich nicht hingehen, sonst haben wir wieder hier die Saber-Technik. Wie auch immer. Oh, Gatterball. Das kann es ja wohl nicht sein, meine lieben Bowling-Freunde. Aber er kann es verschmerzen. Ja. 2. Open Frame für Schlitzauge. Entweder macht er Strikes oder Open Frames. Noch kein Split, noch kein Spare für Mr. Schlitzauge. So, jetzt auch Rix mit einem Strike im Rücken. Was kann er hier im 7. Frame rausholen? Oh, er kommt ziemlich direkt auf die Nase. Nein, Brooklyn. Nein, kein Brooklyn Strike. Auch der 10. Pin für Rix im 7. Frame. Den hat ja Mr. Schlitzauge gerade eben verpasst. An diesem Tag war es, glaube ich, nicht so seine Spezialität, den 10. Pin hinten zu räumen. Da hat er einige Varianten ausprobiert. Entweder den Hausball mit Osco Palermo Technik oder eben die Zweihandtechnik. Die beherrscht Rix ganz gut und räumt den 10. Pin hinten mit.
Also ganz wichtiger Spare für Riggs. Allerdings ist die Führung schon relativ groß von Mr. Schlitzauge. 143 zu 101 bis dato. So, wir sind jetzt im 8. Frame angekommen. Jack Lee weiterhin natürlich. Warum sollte ihn wechseln? Es gibt keinen Anlass dazu. So, 8. Frame. Schöner Ball. Und was ist da los? Der 6. Pin fällt aus Mitleid, glaube ich. Man weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist er gefallen. Der 6. Strike jetzt hier für Mr. Schlitzauge nach 8 Frames. Das kann sich deutlich sehen lassen. Besser als die letzten 2 Spiele davor. Keine Frage. So, Mr. Schlitzauge. Nein, Riggs natürlich. Tut mir leid. Ich verspreche mich da ganz gerne. Was kann er machen? Ein guter Ball. Allerdings 4-7 hinten. Machbarer Spare, denke ich. Dann sollte er am besten auf seinen Aloha. Nee, Aloha. Er nimmt den Aloha. Doch, tatsächlich. Er nimmt den Aloha, obwohl ich jetzt gedacht habe, er wartet auf seinen Man im Shock Pearl. Nein, er tut es nicht, meine lieben Bowling-Freunde. So, er zieht nicht, er muss ihn ziemlich gerade auf den 4er-Pin werfen. Und, jawohl, er macht es. Zweiter Spare in Folge für Riggs. 172 zu 120. Ich habe gerade zwar eine Allergietablette genommen, aber die wirkt noch nicht, glaube ich. Naja, was kann ich erzählen? Heute, oh Gott, mein letztes Fußballspiel bestritten wahrscheinlich. 11-0 verloren, eine Blamage. Aber hier, wichtiger, 9. Frame. Brooklyn Strike, jawohl. Das gibt's ja wohl nicht. Ein Strike-Fest schon von Mr. Schlitzauge. Entweder oder, alles oder nichts. Jawohl. Zurück zum Fußballspiel. 11-0 verloren in Ulstadt heute. Heute ist Sonntag, der, lass mich nicht lügen, 27. Mai 2018. Okay, zurück zum Geschehen. Tut mir leid, das war ein kleiner Schwenk aus meinem Privatleben. So, Riggs, 9. Frame. Leider ein sehr guter Ball. Da bleibt aber hinten die 7 stehen. Pech für Riggs. Ich hätte ihm den Strike sehr gegönnt. Er hat jetzt in diesem Spiel nur 2 gemacht. Aber das kann er machen. Den 7. Frame. Ich glaube, er hat wieder den Aloha Spare beigenommen und heute eine sichere Sache für ihn. Spare für Riggs. So, und die Partie geht ja richtig schnell vonstatten, weil viele Strikes fallen. Vor allem auf Mr. Schlitzauges Seite. Ja, 10. Frame. Er kann noch ein gutes Ergebnis rausholen. Ob er seinen Rekord machen kann, ich kann es nicht sagen. Ich bin noch nicht so eingeschult, dass ich jetzt hier die Zählweise hier aufsagen kann. Aber egal, schauen wir mal. Wir sehen es ja hinterher. Und 10. Pin hinten. Da kann er leider vergessen, seinen Rekord von 243, den er vom 9.4. noch hat. 233 hat er mal geschafft und über 220 des Öfteren. Aber 243 ist natürlich schon eine Hausnummer. Und er deutet den Osco Herder Palermo an. Er lässt es aber. Er möchte ihn souverän räumen. Also Aloha Spearball mit 2 Händen. Da rechnet er sich höhere Chancen aus. Und er tut es. Der 10. Pin hinten fällt. Und er schnauft nochmal durch, denn er könnte ja noch einen Strike machen. Und dann, wenn er den Strike macht, hätte er 212 auf dem Konto. Also auch mal ein über 200er Spiel. Riggs hat 208 geschafft. Allerdings 212 ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis, würde ich jetzt behaupten. Ja. Was macht er? Und Strike! Der 7. Pin hat sich nochmal überlegt, aber bei der Geschwindigkeit von 24 km/h und so viel Rotation im Ball, da bleibt auch der 7. Pin hinten stehen. Also wie gesagt, die Partie ist bereits entschieden. 212 für Mr. Schlitzauge und Riggs möchte natürlich nochmal Schadensbegrenzung machen und hier vielleicht ein paar Strikes machen. Schauen wir mal. So, da lang. Der Wurf kommt zu weit. Nein, Brooklyn. Ich glaube, es ist der 6. Pin. Der 10. ist es nicht. Das wäre Mr. Riggs Spezialität. Und dann könnte er noch einen weiteren Wurf machen, wenn er den räumt. Aber warten wir erstmal ab. Und er geht leicht links vorbei. Oh, me. 148 nur. Das tut mir leid für
Bricks. Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal.